Herzlich willkommen zu einer weiteren Dokumentation hier aus dem großen Dilltal über die ökologische Katastrophe, die hier über uns hereinbricht. Eigentlich sollte dieser Film in der Talaue beginnen, aber wegen des extremen Verkehrslärmes war dieses nicht möglich. Wie man hier sieht, haben Waldbesitzer bzw. der Forst mit massivem Holzeinschlag begonnen, um die vom Borkenkäfer befallenen Fichten aus dem Wald herauszubringen, da sie durch ihre tierische Infektion nicht mehr in der Lage sind, diese abzuwehren. Gerade wenn uns die Wissenschaft jetzt erheblich davor warnt, dass der stark angestiegene CO2-Gehalt trotz aller Maßnahmen durch Katalysatoren und Bußfilter und alles, was es da gibt, nicht gestoppt werden kann, müssen wir in irgendeiner Form tätig werden, wenn die weiteren Generationen hier auf diesem Planeten leben wollen. Es gibt keinen Plan B, es gibt auch keine B-Erde, wo wir drauf auswandern könnten. Wie massiv sich unsere Wälder negativ verändert haben, sehen wir hier. Hier hat sich explosionsartig etwas getan, was wir so nicht kennen. So wie es aussieht, wird dieser Wald in spätestens 2 Jahren nicht mehr vorhanden sein. Seit Ende Februar ist hier ein extremer Zuwachs an braunen Bäumen festzustellen. Wie hier eindeutig zu sehen ist, trifft die Belastung nicht nur die Fichtenwälder. Auch der Laubwald ist mittlerweile von massiven Schäden betroffen. Wie hier eindeutig zu sehen ist, trifft die Belastung nicht nur die Fichtenwälder. Auch der Laubwald ist mittlerweile von massiven Schäden betroffen, die nicht auf die Trockenheit des vergangenen Jahres zurückzuführen sind. Denn viele dieser Bäume hatten schon im Frühling Laub angesetzt, haben dies aber mittlerweile schon wieder verloren. Um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, schauen wir uns die Problematik im Laubwald noch mal etwas genauer an. Es ist mittlerweile nicht nur mehr ein Fichtensterben, sondern ein massives Waldsterben, was uns hier entgegenschlägt. Hier endet die Talaue des oberen Dilltals am Rande der Stadt Haigern, die am Fuße des Westerwaldes liegt. Auch hier ist in den Hanglagen extremer Waldschaden zu erkennen. Das deutet darauf hin, dass das Waldsterben nicht mehr regional ist. Wir sind hier weit von einer Großstadt entfernt im ländlichen Raum in Mittelhessen. Die A45 kreuzt hier die Täler
und führt von Frankfurt nach Dortmund. Hier ist ständig extremer Verkehr zu beobachten, vor allen Dingen wochentags, wenn der LKW-Verkehr hier bestimmend ist.